Ja, wir haben vor kurzem Windhund Workplace auf den Markt gebracht und versuchen damit, das betriebliche Gesundheitsmanagement zu digitalisieren. Das heißt, das Ganze ist eine App, die jedem Mitarbeiter täglich ein individuelles Übungsprogramm vorschlägt. Mit dazu geben wir ein kleines Mini-Fitnessstudio für den Schreibtisch und bringen so mehr Bewegung in die Büros dieser Welt. Ja, die Idee stammt daher, ich bin ja selber Sportler und eigentlich seit 20 Jahren in dem Thema drinnen. Habe irgendwann angefangen, die besten Übungen aus meinem Training zu sammeln und zu kategorisieren, die weiterzugeben. Hatte 2014, nachdem ich die Firma gegründet habe und dann auch viel gesessen bin, einen Bandscheibenvorfall, was mir natürlich im Training enorm zurückgeworfen habe. Und da war dann die Idee, ja, was kann man denn gegen so Probleme machen? Da geht es extrem vielen Leuten so, die den ganzen Tag sitzen, dass sie dann Rückenschmerzen kriegen, Nackenschmerzen etc. und noch viel mehr Probleme. Und wir haben dann gesehen, ja, mit ein bisschen Bewegung, gezielten Übungen zwischendurch kann man sehr viel erreichen. Ich finde, das Spannende ist, dass wir ein echtes Problem angehen. Und zwar, die Leute sitzen den ganzen Tag und dadurch entstehen extrem viele Probleme, Haltungsschäden etc. Und mit einem gezielten Übungsprogramm können wir gezielt dagegen vorgehen. Die Herausforderung liegt nicht so sehr dabei, die Leute zu motivieren, sich zu bewegen. Das geht eigentlich jedem gleich mal ein. Das Schwierige ist, die Leute bei der Stange zu halten, dass die das Programm wirklich täglich hernehmen, weil nur wenn ich täglich meine Übungen mache, kann ich ja nachhaltig was verändern. Und wir haben da einige gute Ansätze in der App auch gefunden, wie wir Leute nachhaltig motivieren können. Und ich glaube, wir sind da auf einem sehr guten Weg und schaffen auch höhere Teilnahmequoten, als das mit traditionellen Offline-BGF-Maßnahmen möglich ist. Ja, was ich gesehen habe, ist, dass es extrem schwierig ist, von der Stunde Null einen Plan aufzusetzen und den dann umzusetzen, sondern der Alltag oder die Realität wirft dann so viele Herausforderungen auf einen zu, dass sich das Geschäftsmodell dann noch fünfmal dreht, bevor man wirklich was gefunden hat, was dann irgendwo hängen bleibt und mit dem man Erfolg hat. Und da muss man eine gewisse Flexibilität gerade am Anfang mitbringen. Weil wir das Thema Unternehmensfitness in die digitale Welt führen und Mitarbeiter somit deutlich fitter machen.